Glück auf und hallo, mein Name ist Headbreaker. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem nächsten Teil Combat Mission Cold War Fliegen Altdorf. Und ja, wir werden heute gar nicht großartig an den Planungstisch am Anfang gehen, sondern direkt ins Spiel rein, denn das letzte Mal ist nicht allzu viel passiert. Es war sogar ein eher sehr langweiliger Teil. Das kann nun mal einfach manchmal sein. Ich habe die Mission ja vorher auch noch nicht gespielt. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass es die Ruhe vor dem Sturm ist und dass wir alle noch untergehen, kurz bevor wir den rettenden Stadtrand erreichen. Wir werden sehen, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und damit hüpfen wir dann mal ins Spiel und gucken, was passiert. So, und wie ihr seht, es gibt gar nicht so viele Befehle, die wir jetzt geben könnten, denn wir haben ja diese Gruppe schon angewiesen, beziehungsweise Squad, dass die quasi hier vorgehen, hier anfangen rüber zu springen nächste Runde. Wir haben hier das MG-Trupp, den MG-Trupp oder das Team unter Daniel, die jetzt hier Position beziehen. Und das Third Squad, A- und B-Team, die bereits im Compound sitzen, zusammen mit dem Second Squad der Pioniere, die hier sitzen. Und damit dann quasi Sicherung hier rüberstellen. Wir könnten die Jungs wenigstens in den zweiten Stock uns bewegen lassen. Sollte der Feind uns hier quasi schon doch überrumpelt haben und überholt haben, was er ja kann, weil er ja motorisiert/mechanisiert ist, ist natürlich die Gefahr hoch, dass er hier einen Haken geschlagen hat und hier eventuell schon drin sitzt. Deswegen sollten wir trotz allem auf jeden Fall Feuerunterstützung bereithalten. Hier hinten die Infanterie möchte ich erst noch nicht weiter zusammenziehen. Das hat einfach die Gründe, dass ich diese Pocket hier quasi auch behalten will, damit wir quasi Raum gegen Zeit tauschen könnten. Wenn der Gegner von hier hinten jetzt so stark anfängt zu drücken, können wir im besten Fall uns hier ein wenig squeezen lassen und letztendlich damit dann Kräfte auffangen. Das Second Platoon-Akku werden wir aber schon mal vorbewegen. Und zwar kann das letztendlich schon mal in dieses Gebäude. Die Tür ist zwar ungünstig, aber ich hoffe, dass wir es schaffen, ohne dass sie beschossen werden. Und damit würden die dann schon mal ein bisschen weiter vorne sein. Und damit würde ich sagen, springen wir auch gleich in die Abspielphase und gucken einfach, was passiert. Secure the flanks.
Es bleibt weiterhin erschreckend ruhig. Das ist natürlich so gefährlich wie auch langweilig, aber muss ich gleich weiter aufpassen. Nicht, dass am Ende doch noch was zu Bruch geht. Wir werden die Kollegen hier mal nachziehen. Die hier unterbringen. Bis die da sind, dürfte hier fast die zweite Halbgruppe oder das Fireteam dann raus sein. Ich denke, ich werde mich auch langsam vorbereiten, dann hier die Kräfte einzuziehen. Vermutlich indem ich das Second Squad, quasi das Third Squad, mehr oder weniger überspringen lasse. Und das Second Squad hier irgendwo zurückbringe. Ich denke mal diese beiden Gebäude. Und das First Squad hier hineinziehen werde. First Squad kann dann von hier aus immer noch diese beiden Richtungen einsehen. Und das Second Squad kann hier wirken und kann damit auch den Rückzugsbereich oder den Bereich zum Ausweichen vom Third Squad bereitstellen. Ich möchte nur ganz gerne, das Problem ist, die Frage, vor der ich jetzt stehe, ist klar, umso früher ich das mache und solange hier vorne alles reibungslos läuft, umso schneller komme ich vorwärts. Ja. Aber dadurch, dass das hier alles so dicht bebaut ist, nehme ich mir selber die Sicht. Und deswegen denke ich, werde ich das noch ein, zwei Runden rausschieben, um mir quasi hier den Überblick zu halten. Vor allem, solange ich hier vorne noch nicht die Gefahr laufe, den Großteil meiner Feuerkraft zu benötigen. Vor allem haben wir hier vorne ja die MGs, die ja als Schwerpunktwaffen agieren und ja auch wirken können sehr gut. Also hier, diese MG hat eigentlich einen ganz guten Wirkbereich in diese Richtung. Deckt hiermit gut ab und hat einen überschneidenden Bereich. Hier kann nur dieses MG hinwirken, aber hat einen überschneidenden Bereich mit diesem MG, das im Zweifelsfall sogar hier runter wirken könnte. Zusammen mit den Pionieren, denke ich, haben wir da viel Feuerkraft vor Ort. Und ich möchte wirklich verhindern, dass zum Beispiel durch, man weiß halt nie, was der Gegner macht. Ah, ich sag mal, es kann ja genauso gut sein, dass jetzt der Gegner versucht, einen schnellen Stoß mit motorisierten Kräften, BTR oder so, durchzuführen. Und daher möchte ich meine Augen lieber offen halten, weil dann sehen wir, wenn er uns hier versucht zu... Entschuldigung, wenn er uns hier versucht, so ein bisschen vorzukommen, wenn er hier versucht reinzudrücken, haben wir aktuell noch gut Sicht. Deswegen bin ich wirklich dabei zu sagen, okay, wir lassen das erstmal so laufen, lassen die Jungs hier vorwärts kommen. Und wenn die hier vorne sind, wir können ihnen, die sind noch ready, gleich den nächsten Bereich, dass wir sagen, okay, dann bitte truppweise hier reinspringen. Und wenn wir dieses Gebäude haben und das sicher ist, ich hoffe, dass hier jetzt nicht wirklich schwere Feindkräfte sitzen, wenn dieses Gebäude gesichert ist, dann haben wir hier schon unseren Einzugbereich und dann können wir wirklich hin zu unserer nächsten Phase übergehen, diesen Block hier zu nehmen und uns dann darauf vorzubereiten, nur noch Richtung Süd, Richtung Exfiltration vorzugehen. Ja. Und man könnte jetzt sagen, um mich ganz kurz zu erklären, man könnte jetzt sagen, in dem Moment, wo ich mich hier abgelöst habe, habe ich ja die Fühlung zum Feind aufgegeben und das will man ja eigentlich nie. Aber innerhalb dieses Szenarios kann ich ja schlecht sagen, okay, ich lasse jetzt ein, zwei Gruppen hier hinten nur um Fühlung zu halten. Die muss ich auch irgendwann wieder wegkriegen. Vor allem ist natürlich auch die Gefahr, dass wenn ich hier halte, dass der Gegner irgendwann so übermächtig draufdrückt, dass ich dann aufgrund dessen die verbliebenen Kräfte komplett verliere. Sehe ich also jetzt tatsächlich, ja, hier, wie gesagt, aufzugeben als eher notwendigen Schritt. Aber ja, mal gucken, ob mir das noch in den Arsch speist.
würde sagen, wir führen das erstmal aus. Zeitlich liegen wir, glaube ich, ganz gut, was aber auch einfach daher liegt, dass wir bisher kaum wirklich schweres Angehen vom Feind hatten. Wir gucken mal. Weiterhin erschreckend ruhig, naja. Aber wir scheinen hier in das Gebäude reinzukommen. Wir haben alle Pioniere vor Ort. Ich denke, als nächstes werden wir das First Squad hier ins Soto-G bewegen. Und Second Squad A-Team. Gehen das zweite OG. Second Squad Bravo Team werden wir noch eine Zeit lang behalten an der Position. Und das MG Team möchte ich tatsächlich als nächstes übersetzen, damit die dort zeitnah die Pioniere unterstützen können. Und als nächstes wird dann das Second Squad in ungefähr 45 Sekunden sich bereiten. Das wird ein bisschen noch dauern. Aber die können dann quasi diesen Komplex hier nehmen. Das heißt, nächste Runde werden wir dann diesen Bereich hier einziehen. Diesen wahrscheinlich noch nicht, aber diesen. Damit wir dann quasi zeitnah den Bereich hier räumen und den ganzen Teil übersetzen können. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich würde auch sagen, damit starten wir gleich in die nächste Phase und gucken mal, was passiert.
take a look at that. Hold your positions. Did you see that? Come. Ja, und wie ihr seht, auch jemand, der schon wer weiß wie viele 100 Stunden Combat Mission hinter sich hat, macht immer mal wieder Fehler. Ganz offensichtlich habe ich sie ja mit meiner Pause eben vermasselt. Macht aber nichts, wir haben es ja zum Glück geschafft, sinnvoll rüberzukommen. Wir haben die Jungs hier. Die werden wir jetzt auf jeden Fall zusehen, dass die erst einmal ins zweite OG wechseln. Das MG, wir sagen ihnen gleich mal das vierte. Die werden ja nicht so viel sich bewegen. Damit sind die drüben. Ich überlege beinahe, ob ich die hier zwischenzeitlich... Nee, die Rücksicherung lohnt sich hier aktuell nicht. Das heißt als nächstes das HQ-Element zügig rüber bewegen. Das Erdgeschoss. Können hier so ein bisschen rüber gucken, aber das ist jetzt nicht so wild. Und ich würde sagen, die können wir auch schon auf jeden Fall rüber bewegen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass hier jetzt noch was ist, ist niedrig. Und dann können wir das HQ-Element der Infanterie schon vornehmen. Und lassen die Jungs raus, ich überlege. Okay, das passt. Und die nehmen erst einmal dieses Gebäude. Wir müssen jetzt hier aufpassen, wir haben hier gesehen, wir haben hier ein Fahrzeug, das sich bewegt. Das könnte uns in den Arsch beißen. Es könnte sein, dass der Gegner sich jetzt schon hier auf den Exfiltrationspunkt vorbereitet.
weiß man natürlich nicht, was quasi der Feind für Informationen hat. Ob er quasi weiß, wo wir aus dem Bereich ausfließen müssen. Und natürlich dazu gesagt, Szenario-Bauer haben ja im Regelfall auch, wie sie versuchen, ein Szenario spannend zu halten. Wie gesagt, ich baue ja selber auch Szenarios nicht für Combat Mission, sondern für andere Spiele. Und daher weiß ich dann auch selber, wie man auch da manchmal tricksen muss. Gerade wenn das System, das man verwendet, keine direkte KI im eigentlichen Sinne verwendet. Also wir haben ja diese taktische KI, die innerhalb der einen Minute, die abläuft, die Sachen macht. Aber jetzt die tatsächliche KI, die ganzen Befehle hier sind ja quasi vor dem Match eingepflegt. Man kann mehrere Sätze an KI-Befehlen einpflegen und so verhält die sich dann. Das heißt, es reagiert ja hier nicht so richtig dynamisch. Gut, aber ich würde sagen, wir führen den Zug aus und gucken mal, dass wir dieses Gebäude hier nehmen können und dann die nächsten Teile nachziehen, um möglichst heute noch quasi die Phase um diesen Block hier fertigstellen oder zumindest vorbereiten, dass wir es im nächsten Part fertig bekommen. Listen up. Now listen up. Okay, Sergeant. Ja, was soll ich sagen? Der Gegner benimmt sich ziemlich ruhig, allerdings scheint er sich, ich sag ja immer so Phantomkontakt, aber wir haben hier wohl hier hinten mal was gehört. Vermutlich halt von der Infanterie und die wissen, haben nur hier irgendwo
Geräuschkontakte gehört, wissen nicht genau, wo der ist. Wie gesagt, ich nenne das immer ganz gerne Phantomkontakte, weil der kann hier sein, der kann aber auch hier, 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 das kann sehr täuschen. Aber irgendwas wurde auf jeden Fall gehört. Es kann natürlich sein, sie sich jetzt umgruppieren und sich in diesem Bereich bewegen. Wird interessant, aber wenn uns der Gegner bis hierhin vorkommen lässt und dann letztendlich wir uns hier durch den Komplex durcharbeiten, hier dann quasi rausmarschieren, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Safe Zone, die wir bilden können und können dann hoffentlich uns hier absetzen. Da wäre auch Rauch vielleicht eine interessante Sache. Einfach hier eine Rauchschleppe legen. Haben wir stehenden Rauch? Conditions? Gentle from west. Oh, leichter Westwind. Ja, hilft uns nicht so ganz. Na, aber ja, könnte gehen, dass wir hier so ein bisschen die Linie zu machen. Hm, schauen wir mal. Ist ja alles nicht so wild. Jetzt zum eigentlichen, wie wir den Plan weitermachen. Wir werden jetzt als erstes das First Squad. Es wird sich quasi eilig hier vorbewegen. Und wird hier die Pioniere ablösen. Die Riflemen halt die Pioniere ablösen. Das Second Squad wird noch eine Runde hier bleiben. Na, beide. Während das können eigentlich. Wir sind schon so weit vor, wir ziehen das gesamte ab. Die machen dann hier erstmal hauptsächlich Rücksicherung. Den Befehl streichen wir. Und bringen die Jungs zu ihren Resten, allerdings noch in einem anderen Bereich, dass wir quasi hier den Teil kollapsen lassen auf diese Linie. Denn wir werden jetzt auch die Gruppe hier, beziehungsweise nicht die Gruppe, das Fireteam, nachziehen. Dann sind die Pioniere alle hier vorne. Die Jungs werden nächste Runde diesen Bereich gesichert haben. Das MG ist in Position. AQ-Trupp ist vorhanden. Das heißt, nächste Aufgabe wird es sein, von den Pionieren dieses. Mir wäre das Gebäude hier beinahe lieber. Ja, können wir auch nehmen. Dieses Gebäude zu nehmen, beziehungsweise vorbereiten es zu nehmen. Sie quasi uns über den Innenhof mit dem First Squad vorbewegen bis zu dem Punkt und dann erstmal im Erdgeschoss dieses Gebäude nehmen. Dieses Gebäude möchte ich nicht, weil das so weit offen ist und es uns wenig in Mehrwerten bringt. Später wäre es vielleicht praktisch, damit wenn wir hier die restlichen Teile einziehen, aber es bringt uns eigentlich weniger Mehrwert, ist offen. Und dieses ist teilgedeckt durch diese Gebäude, natürlich nicht komplett. Aber da, wenn wir hier niedrig bleiben, ja, wir sehen, es ist der Bereich, von dem der Gegner eventuell aus der Richtung hier hinten wirken kann, begrenzt. Und wir können von dort aus unsere Sprungposition in den nächsten Block vorbereiten. Denn das letztendlich soll ja dann auch nächste Runde passieren. Dazu werden wir dieser Gruppe dann einen Jagenbefehl geben. Das soll zum Zweck haben, sollte hier irgendwo Feind auftauchen, wovon ich aktuell nicht ausgehe, dann würden die im besten Fall dort stehen bleiben. Und ansonsten sollen die bitte selbstgedeckt in dieses Gebäude, auch im Erdgeschoss, so dass, wenn die hier sind, nächste Runde diesen Gebäudekomplex nehmen, nicht komplex, dieses Gebäude nehmen. Und dann wären wir im besten Fall
in 2 bis 3 Zügen so weit, dass wir die nächste Phase erreicht und abgeschlossen haben. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal auf der größeren Karte an. Dann heißt es aber letztendlich fast nur noch hier durch die Hinterhöfe durch. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass der Szenariobauer sowas ja, sich vorher schon gedacht hat. Deswegen denke ich, er hat da noch die eine oder andere Überraschung für uns. Aber ich denke, so kommen wir ganz gut voran. Super. Und dann würde ich sagen, lassen wir das nochmal ablaufen und gucken, was diese Runde passiert. Ja, soweit so unspektakulär. Ich denke aber für heute war es das dann auch schon wieder. Wir haben gesehen, der eine Kontakt bewegt sich so ziemlich auf unsere Exfiltrationszone zu. Das könnte natürlich gefährlich werden. Mal gucken, ob wir das noch geregelt kriegen. Ansonsten machen wir guten Progress, haben jetzt so sehr schnell unsere Jungs rübergekriegt, ohne großartige Probleme. Ich bin mal gespannt. Für heute möchte ich mich einfach nur noch verabschieden, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Vorschläge und Verbesserungen immer unten gerne in die Kommentare. Ja, das hilft mir auch, mich weiterzuentwickeln als Content Creator. Und wie gesagt, ja, eine Mission ist leider aktuell ein bisschen langweilig. Da habe ich weniger Einfluss drauf. Nichtsdestotrotz hoffe ich, wart ihr gut unterhalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn wir uns nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis denn dann. Ciao, ciao.